Guten Abend, die Damen. Ich heiße Erwin, bin 63 Jahre alt und wohne in Wien. Und ich suche auf diesem Weg eine Dame, die mit mir den weiteren Lebensweg bestreiten will. Warum suchen Sie die Dame? Wieso haben Sie nicht die Dame bei sich zu Hause? Ja, ich war 35 Jahre verheiratet und dann hat sich meine Frau einen anderen gefunden. Also Sie haben sie noch geliebt nach 35 Jahren? Also war das eine schöne Superfrau? Ja, das war meine große Liebe, ja. Die große Liebe. Sie sind jetzt noch ein bisschen traurig, gell? Kommt vor manchmal, ja. Und wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie ein Verhältnis haben? Sie hat mir selbst gesagt, dass sie geht und ja. Und haben Sie versucht, sie zu halten, oder? Natürlich. Aber es hat nichts mehr geholfen. Und wann war das ungefähr? Das ist jetzt knappe 3 Jahre her. Ja. Und seit 3 Jahren sind Sie mutterseelenalleine? Ja, genau, richtig. Und schaffen Sie das oder sind Sie depressiv ein bisschen? Ich war lange Zeit depressiv, ja. Aber dann habe ich zum Tanzen wieder angefangen und da habe ich gute Freunde gefunden und seitdem geht es mir wieder gut, ja. Und das war wahrscheinlich nicht die einzige Frau in Ihrem Leben? Nein, das war meine 3. Ehe. 3 Ehen? Ja, meine 1. Ehe, da hatte ich 2 Kinder. Da ist der Sohn leider verunglückt mit 6 Jahren, ist seitdem behindert. Die Tochter ist mit 28 Jahren an Leukämie gestorben. Ja. Wie war die 2. Ehe? Die war sehr kurz nur. Das ist gar nichts gewesen. Erinnern Sie sich kaum mehr dran? Nein, eben nichts mehr. Und die 3., das war's dann? Das war's dann, ja. Und du bringst mich von A nach B, bevor ich mich recht versehe. Hey, wir sind schon da. Bis morgen! Ich habe meinen Autobus, mit dem ich selbst gefahren bin, nachgebaut. Jetzt brauche ich nichts mehr, jetzt fahre ich mit meinen Modellen nur mehr herum, auf die Messen, die in Österreich und im umliegenden Ausland stattfinden. Ja. Und wie groß ist dieser Bus? Der ist 1,30 Meter lang. Und wie groß sind Sie? Ich bin 1,90 Meter. 1,90 Meter, na, da schaffen Sie es nicht, im Modellbus schlafen zu gehen, oder? Nein, das nicht, aber da sitzt eine originale Figur von mir in 3D drinnen. Und waren Sie gern Buschauffeur, gell? Ja, war ich gern eigentlich, ja. Und wenn Sie 1,90 sind, gibt es doch sicher begehrliche Blicke der Damen auf Sie. Ja, schon. Gibt es immer wieder, aber die Blicke gehen weiter. Also wenn Sie so eine Dame ein bisschen interessiert anschaut, können Sie antworten drauf? Natürlich, ja, freilich. Also haben Sie schon einen Schmäh? Naja, ob ich einen Schmäh habe, weiß ich nicht. Ich bin vielleicht ein bisschen eingerostet, aber ich komme damit zurecht, ja. Wenn es sein muss, funktioniert. Ja, ja. Und was für Frauen gefallen Ihnen denn? Ja, ich bin draufgekommen, dass man eine Frau eigentlich zuerst kennenlernen muss. Das Ausschauen ist eigentlich nicht so wichtig. Kann dünn sein, kann stärker sein, kein Problem. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Ja. Ehrlich sein, treu sein, ist mir wichtig. Für Sie da sein. Genau, für mich da sein. So wie man tanzt, so liebt man. Ich tanze nur für dich. Lies meine Körpersprache und dann verstehst du mich. So wie man guckt, so küsst man. Hier kommt mein Killerblick. Im Ring der Eier.
Wie stellen Sie sich dieses Leben vor mit der neuen Frau? Urlaube oder so? Italien, Kroatien, ans Meer. Ins Flugzeug steige ich nicht ein. Wieso? Hab Flugangst. Sind Sie noch nie geflogen? Doch, doch. Und? Naja, der letzte Flug war sehr fürchterlich. Und der war sehr prägend halt für mich. Und seitdem steige ich in ein Flugzeug ein. Der Puls steigt auf 200. Ich fange mit Schwitzen an. Und ja, kurz vorm Kollabieren. Steigen Sie wieder aus? Ja, ich bin dann, da habe ich nicht aussteigen können mehr. Da habe ich müssen zu Hause fliegen von der Türkei. Nicht? Und seitdem bin ich nicht mehr eingestiegen. Das ist jetzt 24 Jahre her, das letzte Mal. Ganz schön lang. Ja. Das heißt, es muss alles mit Zug oder? Auto. Ich fahre so gerne Auto. Aha. Ja. Und können Sie sich vorstellen, zu ihr zu ziehen und diese Wohnung zu verlassen? Warum nicht? Wenn die Liebe passt, ist der Ort ganz egal. Ja. Wann stimmt sie? Dann stimmt die Liebe. Wenn man sich wohlfühlt, wenn man glaubt, man ist angekommen, dann stimmt die Liebe. Ja. Das fällt halt jetzt überall. Ich habe zwar gute Freunde, aber die Liebe fehlt.